Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute habe ich für euch wieder Lego Ninjago der Serie 7, nämlich das letzte Multipack. Here we go! Doch bevor es losgeht, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank für euren Support und let's do this! Das ist mein letztes Multipack zu Lego Ninjago der Serie 7. Dann habe ich alle vier Variationen aufgemacht. Und wir fangen natürlich erstmal an mit der Special Card. Die lassen sich immer so schwierig lösen. Das ist immer so dramatisch. Oh nee, guckt, schaut ihr. Das ist das Problem dabei. Dann gehen die Karten nämlich futschi kaputschi. Okay, schauen wir uns gleich an. Jetzt lösen wir erstmal hier alles schön in Ruhe und ordentlich, so wie es sich gehört. Wenn es denn geht. Okay. Ja, schwierig. Verstehe das sowieso nicht, warum sie das mit Tesa festmachen. Ah, ist das ärgerlich. Oh nee, die ganzen Hüllen. Oh, oh, oh. Egal. Wie dem auch sei. 4,99 letzter Booster, letzte Multipack. 5 Booster, eine Limited Edition Ghoul Card. Und wir gucken uns erstmal jetzt unsere Limited Edition Karte an. Die Kalma Limited Edition LE16. Schöne Karte. Und was haben wir? Wir haben natürlich 5 Booster. 1, 2, 3, 4, 5. Der war oben einzeln drin. Den lassen wir mal zuletzt. Und dann machen wir einfach nach dieser Reihenfolge alle Booster auf. Werden wir heute noch in diesem letzten Multipack eine Platin-Karte ziehen? Wer weiß das schon? So, jetzt muss ich gucken. War gleich dahinter. Die Holo, ich weiß es gar nicht. Wir machen einfach so. Also, Karte Nummer 1. Erstaunt. Dann haben wir ein Poster-Element. Oh, dahinter versteckt sich noch was. Dann haben wir Wildes Team, Master Wu und Pixal. Die vorletzte Karte ist Wubot. Lustige Teile. Und die letzte ist Oh. Action Legacy Lloyd. Eine schöne Karte, die habe ich noch nicht. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, die könnte ich sogar haben. Sehr schön. Kommen wir zu Booster Nummer 2. So, als erstes haben wir drin eine... Oh, jetzt habe ich schon gespoilert. Eine Anleitung. Dann haben wir Mini-U-Boot, Kais Mini-U-Boot, um genau zu sein. Den machen wir hier. So, dann sichere Zustellung. Mächtiges Team Legacy Whiplash und Metzmo. Fiese Schlangenduo. Und? Oh, Hybrid Boost. Glutinus. Auch eine schöne Karte. True, true. Sehr schön. Booster Nummer 3. Jetzt nicht wieder den Fehler machen und umdrehen. Sondern gleich so behalten den Rücken. Und wir haben U-Boot. U-Boot Mech. Der ist übrigens an dem langen Schiff dran. Von dem Buck. Glaube ich, Buck heißt es von. Ne? Oh, da haben wir ein Poster-Element. Das habe ich sogar noch nicht. Sehr schön. Hier haben wir den wilden Kai mit seinem Spinierzu. Die Fläche fühlt sich so matt an. Cool gemacht. Dann haben wir hier Eileen und Action Legacy Cole in the house. Ja, nice. Gibt's was Besseres als diese coole Karte? Mal im Ernst, sieht echt genial aus. So, wir haben noch 2 Booster und noch keine Platin-Karte oder Platinum-Karte.
wann werden wir das jetzt nochmal hitten? Eine haben wir ja schon, aber es gibt ja noch 3 weitere. Das heißt, es ist noch einiges zu holen. Oh, ich drehe gleich um. Ich bin ja auch schlau wie Schlumpf. Mal wieder Wasserdrache. Dann haben wir hier ein Poster-Element. Das fehlt mir. Dann haben wir hier die fiese Cobra-Mech mit einem TNT. Die vorletzte Karte ist Weißer König Drima. Tschüss. Und die letzte Karte ist Ultra unter Wasser. Insane. Und die Holo ist einfach insane. Schön. Und jetzt kommen wir zum letzten Booster. Abracadabra, dreimal schwarzer Ninja, gibt uns die Platinum-Karte für die Sammlung. Here we go. Ehrfürchtige Verbeugung, auch nicht schlecht. Poster-Element. Legendärer Overlord. Dann haben wir hier, oh warte, was habe ich da gerade gesehen? Der hat da, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der hat so einen Schriftzug, der ist so ein bisschen holo, also wenn man drauf geht, ist das matt und da steht drauf legendär. Könnt ihr das auch sehen, Chat? Ja, jetzt seht ihr es, ne? Hier unten und da oben seht ihr es? Das ist eine coole Karte. Schön, dann kommt die vorletzte Karte für heute. Das ist der entschlossene Master Wu. Und die letzte Karte für heute ist... Oh! Cool! Episches Duo, Nitroid und Geist. Epischer Battle Boost. Ach, das ist mal ein toller Hit. Schaut euch mal diese holographischen Effekte an. Ich weiß nicht, ob die so gut rüberkommen. Ich guck mal. Ja, so sieht man's. Sieht das nicht genial aus? Ich finde die mega. Klasse. Jetzt haben wir alle 4 Multipacks soweit geöffnet für euch. Das sind sie. Das ist mein Hit. Das ist der beste von dem. Natürlich Lloyd. Ja, was soll man dazu sagen? Und Cole. Ne? Die sind alle einfach mächtig. Zane. Wunderschöne Karten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bleibt gesund und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Ciao, ciao.